In Anlehnung an unsere Turmspring-Weltmeister Klein und Hausding können wir das einfach auch. Conny Habke und Toni Schmidt. Auf der Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dein Angstpegel? Was ist denn das Schlimmste? 10? Dann bin ich bei 12. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt wie jetzt gerade. Ich zitter, guck dir das mal bitte an. Aber du bist an meiner Seite. Aber ich glaube, du hast auch Schiss, oder? A, habe ich auch Schiss. B, habe ich ein bisschen Sprungerfahrung. Ich bin einmal in meinem Leben vom 10er schon gesprungen. Das war sogar hier von diesem 10er an meinem 40. Geburtstag. Vielleicht überlebe ich meinen oder schaffe meinen 40. gar nicht. Okay, pass auf, wir werden gleich noch ein bisschen üben, weil wir wollen ja synchron springen. Eine leichte Choreografie auf dem Turm, die sieht folgendermaßen aus. Jeder in seine Ecke, 3 Schritte nach vorne, Arme auseinander und hüpf. Und 1, 2, 3, Arme auseinander und hüpf. Ich habe jetzt gerade diesen leicht homophilen Touch in meiner Sprungtechnik, aber das sind dann die Wassergymnastiker, oder? Ja, synchron schwimmen wäre vielleicht für uns eher was, Toni, als springen. Wir sind noch nicht mal beim allerersten Schritt synchron gewesen. Aber du, wenn die Generalprobe schief läuft, klappt das dann mit dem Finale. Okay. Rauf auf den Turm. Oh mein Gott, das ist so hoch. Oh nee, das ist rein. Wir müssen noch. Hör auf, nicht zu rein. Komm weiter. Oh Gott, ey, Toni. Komm, wir schaffen das. Komm, wir schaffen das. Komm. Jetzt oder ja? Warte. Ja. 1, 2, 3 und runter! Ja! Der Blick ging hoch zum Turm und ich dachte, die muss doch nach oben stehen, die ist nie gesprungen. Oh Gott. Ich habe nichts mehr gehört, ich habe nur noch den Wind gehört und es mir alles nach oben zieht und irgendwann hörst du einen riesigen Knall und dann hörst du nur noch das Geräusch des Wassers, so Blubberblasen und dann zieht es dich sofort hoch. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, mich dreht es gerade ein bisschen. Wir haben es geschafft. Habke, ich bin stolz auf dich. Zurück zu dir, Jochen. Wir sind stolz wie Wolle, aber wie waren unsere Haltungsnoten? Was sagt der Experte? Naja, die Conny, der hat Spannung gehabt, ist schön gerade runtergesprungen, aber der Toni, der ist runtergefallen wie ein Sack Kartoffeln. So, liebe Frau Habke. Sie sind also gesprungen. Todesverachtende 10 Meter. Was sagt die Redaktion dazu? Sehr geil, Conny Habke. Wir sind sehr stolz auf dich.